Der eine ist ganz groß und jongliert, der andere ist klein und spricht nicht. So würden die meisten wohl Penn und Teller in einem Satz beschreiben. Aber hinter den beiden steckt noch sehr viel mehr. Ich heiße euch herzlich willkommen zur allerersten Folge meines neuen Formats Wer ist das eigentlich? Das Format, in dem ich euch bedeutende Zauberkünstler vorstellen möchte und euch ein wenig was zur Vorgeschichte dieser Zauberer erzählen möchte. Heute in der ersten Folge habe ich mir eins meiner größten Vorbilder rausgesucht, das Duo Penn und Teller. Ich habe für euch 20 Fakten vorbereitet und wir legen direkt mit dem ersten los. Ihre erste Zaubershow gaben Penn und Teller am 19.08.1975. Damals traten sie noch als Trio auf mit ihrem Kollegen Weir Krizimer, der die beiden zusammengeführt hatte. Sie stehen also seit 44 Jahren schon gemeinsam auf der Bühne. 44 Jahre zusammen als Zauberer auf der Bühne. Wie alt sind die beiden also? Fakt Nummer 2. Penn Fraser Gillette, wie er mit Geburtsnamen heißt, wurde am 5. März 1955 geboren, ist also 64 Jahre alt. Und der gebürtige Raymond Joseph Teller wurde am 14. Februar 1948 geboren und ist also 71 Jahre alt. Ganz ehrlich, ich finde es erstaunlich, wie die beiden sich gehalten haben. Und hätte man mir gesagt, die wären 10, 20 Jahre jünger, hätte ich das auch geglaubt. Nummer 3. Raymond Joseph Teller ließ seinen Namen wirklich amtlich ändern. Er heißt jetzt also offiziell in seinem Pass mit vollem Namen Teller. Er hat keinen Vor-, keinen Nachnamen, er heißt einfach Teller. Das geht scheinbar den USA. Beide sind sehr musikalisch und haben damals im Trio auch alle drei Musik gemacht. Penn am Bass und an der Gitarre, Teller am Keyboard und damals Way Krizimer noch mit dem Akkordeon. Nummer 5. Die beiden haben zahlreiche Fernsehauftritte und sogar eigene Fernsehsendungen hinter sich, die mit einigen Emmys und anderen Auszeichnungen ausgezeichnet worden sind. Zu den Fernsehauftritten gehören Gastauftritte in Sendungen wie den Simpsons, Futurama, Friends, Hör mal wer da hämmert, Miami Vice, Big Bang Theory, Modern Family und super vielen weiteren. Nicht nur Fernsehsendungen, nein, auch einige Bücher haben die beiden schon geschrieben, darunter sowohl Erklärungsinhalte für angehende Zauberer als auch Bücher über ihre eigenen Philosophien und Denkweisen. Die beiden sind nämlich überzeugte Atheisten und haben sogar eine eigene Fernsehsendung dem Thema gewidmet. Grundsätzlich haben sie eine sehr kritische und skeptische Haltung, besonders gegenüber dem Glauben an das Übernatürliche. Sie sind große Gegner davon, Zauberei und Magie als etwas Übernatürliches oder etwas Paranormales darzustellen. Und aus dieser Haltung heraus, Nummer 8, enthüllen sie auch immer wieder gern eigene Illusionen, die sie extra dafür entwickelt haben, um sie am Ende aufzulösen, und zeigen ihrem Publikum ganz genau, wie die Methoden hinter ihren Effekten funktionieren. Dabei wird besonderer Fokus darauf gelegt, wie verrückt und mit wie viel Liebe sie mit ihrer Zauberkunst umgehen und wie viel Arbeit hinter ihrem Handwerk steckt. Außerdem entstand aus dieser Haltung heraus auch ein Running Gag, für den die beiden mittlerweile echt bekannt geworden sind. Immer wenn sie in einem Kartentrick eine Karte forcieren, also den Zuschauer aufzwingen, tun sie das mit der Kreuz 3. Also eigentlich sollte jedem klar sein, dass wenn er bei Penn und Teller eine Karte zieht und er wählt die Kreuz 3 aus, dass ab jetzt alles, was folgt, auf diesem Force basiert. Fun Fact Nummer 10. Teller ist weder verheiratet, noch hat er Kinder. Penn im Gegensatz dazu ist verheiratet mit der TV-Produzentin Emily Zolton und das Paar hat zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und kleiner Fun Fact am Rande, der Sohnemann heißt Moxie Crime Fighter. Jupp, er heißt mit zweitem Namen Crime Fighter, also Verbrechensbekämpfer. Und mit welcher Begründung? Die beiden Eltern wollten sich einen Scherz erlauben. Ja, der arme Junge. Das arme Kind, ey. Nummer 11. Viele sprechen mich auch immer wieder darauf an. Matti, warum lackiert sich Penn eigentlich den einen Fingernagel immer rot? Wenn man ihn in Interviews danach gefragt hat, hat er in der Vergangenheit gerne damit geantwortet, dass es ein Symbol dafür wäre, dass er mal einen Mann umgebracht hätte, weil der zu viele persönliche Fragen gestellt hat. Das ist natürlich alles scherzhaft und eigentlich hat es einen sehr schönen und rührenden Hintergrund, denn das ist eine Erinnerung an seine Mutter. Die hat ihn nämlich damals, als er mit der Zauberei angefangen hat, immer wieder darauf hingewiesen: Sohn, du musst deine Hände gut pflegen, denn die sind die ganze Zeit im Fokus. Das ist etwas, was meine Mama mir auch immer wieder gesagt hat. Pfleg deine Hände vernünftig, deine Fingernägel, weil dir alle auf die Hände gucken, wenn du nun mal mit Karten beispielsweise hantierst. Und aus dieser Situation heraus, als Andenken an seine Mama, lackiert er sich bis heute seinen einen Fingernagel symbolisch rot. Echt ein süßes Symbol.
Symbol, finde ich. Eine weitere Besonderheit der beiden. Nummer 12. Im öffentlichen Rahmen bzw. in seiner Bühnenfigur spricht Teller nicht. Das ist sein absolut größtes Markenzeichen. Er bewegt zwar seine Lippen und ab und zu gibt er auch mal einen Schrei oder einen Laut von sich, aber sonst flüstert er höchstens mal, spricht aber eigentlich nicht. Warum? Er ist nicht stumm. Er kann sprechen. Naja, das ist darauf zurückzuführen, dass er festgestellt hatte in den Anfängen seiner Zauberei, dass immer wenn er was vorgeführt hat und dabei viel geredet hat, dann kam das nicht so gut bei seinen Zuschauern an, wie wenn er dasselbe gemacht hat, aber weniger geredet hat und die Magie in den Fokus gestellt hat und nicht sich und das, was er erzählt. Und aus dieser Haltung heraus hat er sich dazu entschlossen, weißt du was, ich spreche einfach gar nicht mehr. Ich lasse die Magie komplett für sich sprechen. Krasse Entscheidung auf jeden Fall. Als Privatperson gilt das natürlich nicht. In Interviews beispielsweise spricht er völlig normal. Und so, liebe Freunde, hört sich seine Stimme an. When I was a teenager, I rebelled against the idea of magic patter because it always seemed redundant. You know, a guy would be standing up there going, here I have a red ball. Well, yeah. In seinem Big Bang Theory-Auftritt haben die da sogar noch einen richtig lustigen Scherz draus gemacht, dass immer, wenn er sprechen wollte, seine Ehefrau ihm verboten hat, was zu sagen. So dieses klassische Klischeebild von der Mann hat die Hosen an, aber die Frau legt ihm die Hosen raus. Und am Ende der Folge wird ihm das Wort zugeteilt und er sagt einfach nur: Say something. Thank you. Sau lustiger Gag. Die Folge fand ich wirklich witzig. Jetzt haben wir einiges zur Vergangenheit der beiden gehört und zum Werdegang. Wie sieht es eigentlich heute aus? Heute stehen die Zauberkünstler 6-mal in der Woche auf ihrer eigenen Bühne, in ihrem eigenen Theater in Las Vegas, Nevada. Eine heftige Sache, die vor ein paar Jahren passiert ist, ist, der 2 Meter große Penn wog im Jahr 2015 noch knapp 150 Kilogramm und war damit übergewichtig, bis bei ihm seine Ärzte eine 90%ige Blockade seines Herzens festgestellt haben. Durch sein Übergewicht und die Ansammlung von Fett am Herz hat er große gesundheitliche Probleme gekriegt und befand sich in einem großen, großen Risiko. Und besonders in Gedanken an seine Kinder entschloss er sich dazu, seine Ernährung komplett umzustellen auf eine Kartoffeldiät. Er hat 2 Wochen lang nur Kartoffeln gegessen und ab dann noch ein paar Gemüsesorten dazu geholt, um möglichst viele Nährstoffe abzudecken, aber er hat nichts sonst gegessen. Und innerhalb von nur 83 Tagen, also nicht mal ganz 3 Monaten, nahm er schon 35 Kilogramm ab. Im Verlauf des weiteren Jahres 2015 insgesamt 50 Kilo, Stand 2016. Fetten Respekt, Penn, wirklich ganz, ganz großen Respekt für die Leistung. Aber an der Stelle an alle, die zuschauen, eine kleine Anmerkung von mir als kleinen Lebensmittelchemiker. So eine Ernährung ist absolut nicht empfehlenswert und kann große gesundheitliche Schäden bei euch verursachen. Also egal, was für Ernährungsentscheidungen ihr treffen möchtet, ihr möchtet ab jetzt vegetarisch leben, ihr möchtet ab jetzt vegan leben, nur noch dies essen, nur noch das essen, wie dem auch sei, sprecht das bitte immer mit eurem Arzt ab. Das hört sich jetzt spießig an, aber glaubt mir, euer Körper wird es euch verdanken. Trefft solche Entscheidungen immer in Beratung mit einem Arzt. Wie sieht es bei Penn und Teller eigentlich im Privatleben aus? Die beiden stehen ihr Leben lang im Prinzip schon gemeinsam auf der Bühne. Privat sieht das bei den beiden komplett anders aus. Und als ich das damals erfahren hatte, war ich tatsächlich echt überrascht davon. Aber im Privatleben außerhalb von ihren Zaubershows verbringen die beiden fast gar keine Zeit miteinander, haben außer Magie gar keine anderen gemeinsamen Interessen und Hobbys und machen komplett ihr eigenes Ding. Ihre Bühnenbeziehung beruht einzig und allein auf einem großen Respekt der beiden voreinander, so sagen sie es zumindest selbst in Interviews. Sie haben sehr, sehr großen Respekt voreinander und sind sich wichtige Partner. Teller beispielsweise ist für Penns Kinder wie ein Onkel und damit ein nahestehendes Familienmitglied. Fakt Nummer 16, Penn und Teller wurden mit dem 2494. Sternchen im Walk of Fame ausgezeichnet. Und das Schöne ist, ihr Stern ist nur ein paar Meter entfernt von dem von Harry Houdini. Eine große Kontroverse entstand durch das Kunststück, mit dem die beiden am allerersten assoziiert werden, dem Bullet Catch, das heißt das Auffangen einer Pistolenkugel mit den Zähnen. Ein ganz, ganz, ganz bekanntes, ganz, ganz altes Kunststück, von dem Penn und Teller eine schöne, neue, eigene Version performen. Bei den ersten Vorführungen dieses Effekts hatten die beiden aber mit kontroverser Kritik in der Öffentlichkeit zu kämpfen, weil ihr Effekt von einigen als zu gefährlich und verantwortungslos empfunden wurde. Deshalb betonen sie immer wieder, dass das alles nur ein Trick wäre, dass keine Gefahr besteht und sich niemand im Saal Sorgen machen braucht. Punkt 18. Seit dem 7.01.2011 produzieren die beiden ihre eigene Fernsehserie Fool Us, in der jedes Jahr Magier aus der ganzen Welt ihr Glück dabei versuchen, Penn und Teller hinters Licht zu führen mit ihren Tricks, also zu foolen. Die Sendung geht im Sommer 2019 in die 6.
Staffel. Und natürlich wird es dann wieder Reaktionsstreams von mir dazu geben. Soweit der Ausblick in die Zukunft, was Penn und Teller angeht. Auch interessant ist noch zu erwähnen, wie die beiden überhaupt zur Zauberei gekommen sind. Denn Teller studierte eigentlich Altphilologie und war einige Jahre lang Lateinlehrer an der Lawrence High School in New Jersey. Die Zauberei hatte ihn aber sein Leben lang schon immer begleitet, denn im Alter von 5 Jahren schenken ihm seine Eltern einen Zauberkasten. Und Punkt 20, mein letzter Fakt für heute. Bei Penn sah das Ganze etwas anders aus. Der ist zur Zauberei nämlich gekommen, indem er sich bei einer Clownsschule angemeldet hatte und seinen Hauptfokus eigentlich auf dem Jonglieren hatte. In die Zauberei ist er dann Stück für Stück mit reingerutscht. Das war ein kleiner Auszug aus dem völlig verrückten und ereignisreichen Leben von Penn und Teller. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten damit. Ich hoffe, wir alle sind jetzt ein Stückchen schlauer geworden durch das Video. So ein paar Trivia-Informationen sind doch immer ganz cool zu wissen. Und ich finde, als Zauberer sollten wir alle auch wissen, woher die Zauberei kommt, was für Zauberer es in der Geschichte gab und was alles passieren musste, damit wir heute in der Zauberei da sind, wo wir heute nun mal sind. Fand ich ganz interessant mal zu erforschen. Wenn ihr möchtet, können wir dieses Format gerne weiterführen. Würde das Ganze gerne sogar noch koppeln mit Talks und Interviews, die ich mit bekannten Magiern führe. Ich habe da auch einige schon im Gespräch, die auf jeden Fall Bock drauf hätten. Jetzt fehlt nur noch ihr. Habt ihr Bock darauf? Lasst es mich doch gerne wissen. Wir sehen uns übermorgen um 14 Uhr zu einem neuen Zaubertrick. Bis dann, euer Matti und tschüss.